Ja, da waren wir wieder in der Taverne von Witcher 2. Unter jemandem, aber. Na. Was pfeifen die Spatzen so von den Dächern? Und was singen die Poeten? Edirne hat ein Problem. Hänsel steht mit einer Riesenarmee am Ponta. Ein Angriff steht kurz bevor. Der letzte Krieg ist lange her. Er liebt es, mit Zinnsoldaten zu spielen, wie alle kleinen Jungen. Aber... Was ist das für... Eine Bäuerin. Die Frauen... Das kannten wir ja schon. Oh, ich kann mir Tools entfernen. Ich hätte da ein Anliegen. Könntest du mir eine Tätowierung entfernen? Stimmt. Irgendwas war anders. Ich wusste nur nicht was. Und? Wie findest du's? Zeig mal. Ein nacktes Mädchen mit einem Schwert? Geralt. Quäl mich nicht. Ich hab mich nicht tätowieren lassen. Es gibt da eine Mixtur, die das tiefere Gewebe reinigt. Ich bräuchte dafür Grünschimmel, Blütenblätter der weißen Myrte und Wolfsaloe. Ich besorge jetzt die Kräuter. Wäre es möglich, das vor Rittersporn geheim zu halten? Nun hör schon auf zu gackern. Ich kann nicht. Irgendwie will ich es gar nicht entfernen lassen. Habe ich da eigentlich den Kreis gekriegt? Nee. Will ich eigentlich echt nicht. Wir behalten das natürlich. Ich habe mit dem Kommandanten gesprochen. Die Zukunft der Anderlinge in Flotsam sieht nicht gut aus. Der Hunsfort wartet nur auf einen Vorwand. Die geringste Provokation von Jorvet genügt ihm und er lässt uns bluten. Woher weißt du das? Ich hab's zufällig gehört. Er schlich eines Nachts sturzbetrunken am Hafen herum und redete mit sich selbst. Über eine Welt nur für Menschen. Er lachte und schimpfte in Richtung Gefängnisbarke. Dieser Lump hat irgendwas vor. Jorvet spürt das wahrscheinlich und versucht Loredo nicht zu provozieren. Seine Skojatel könnten aber anderer Meinung sein und schwächere Nerven haben. Och, klasse. Oh, er weiß was über die Trollen. Ich will dich etwas fragen, Sultan. Geralt, altes Haus, setz dich. Alleine saufen ist so doof wie in Gesellschaft scheißen. Ein andermal. Du bist schon länger hier und kennst die hiesigen Sitten. Ich bin kein Forscher, aber frag ruhig. Wozu könnte jemand einen Trollkopf brauchen? Wozu hängen sie denn Bärenschädel in den Hütten auf? Hm? Um zu zeigen, was für tolle Kerle sie sind. Ein Bauer mit einem Trollkopf an der Wand kann reichlich Röcke heben. Danke. Was hast du vor? Ich sehe mir mal die Hütten in Bindegarn an. Gute Idee. Rausch ist auch nice. Ja, Loredo will die Skojatel endgültig vernichten. Er hat nichts Konkretes gesagt, aber er sieht schon die Gefangenen auf der Gefängnisbarke vor seinen Augen. Jorvets Männer haben sich bisher besser geschlagen als die des Herrn Kommandanten. Der Herr Kommandant steht sich gut mit Sheila, unterschätzt ihn nicht. Wer weiß, vielleicht macht die Zauberin nicht nur Jagd auf Monster. Bald wirst du dich beweisen können. Wir kriegen Volltestsmörder nicht, ohne uns mit den Skojatel zu schlagen. Meine Männer waren im Wald kundschaften. Keine Chance. Die Bäume stehen viel zu dicht. Sie entkamen mit Mühe einem Hinterhalt. Im Wald ist es schwer, einen Elfen zu töten. Erzähl mir was Neues. Sie haben wieder den Königsmörder gesehen. Er weiß, dass wir hier sind und versucht nicht mal zu fliehen. Er scheint auf was zu warten. Wir sind am Zug. Bis später, Rausch. Und was machen wir jetzt so? Den Kairam erlegen, natürlich. Eine Trollzunge. Was soll ich denn da eigentlich machen? Suche nach Spuren des Königsmörders in Flotsam. Der Sachse ist einfach, hier ist ja niemand. Upsa. Ja, ich muss wahrscheinlich vorher den Kairam erlegen. Das war zu erwarten. Ja, es war wirklich zu erwarten. Oh, falsche Richtung. Doch nicht so falsch die Richtung. Hallo Schweinchen. Irgendwo gehen wir hin. Sollen wir einmal quer durchsuchen? Sei gegrüßt.
Gehen wir mal hier rein. Oder wir gehen auch nicht hier rein. Jetzt geh doch da rein. Er muss verrecken. Öffnen. Danke. Hier ist... Wahnsinn, stimmt ja. Beim Zegruta, da war ja ein Tollkopf. Der Kopf der Trollin. Woher hast du diesen Schädel? Gekauft. Hab ein Vermögen dafür bezahlt, aber jetzt bin ich der Einzige in Bindegarn, der einen hat. Wer hat ihn dir verkauft? Dimitri. Sonst würde sich keiner trauen, einen Troll in seiner Höhle zu überfallen. Wo finde ich diesen Dimitri? Das weiß ich nicht. Abends triffst du aber sicher seine Kumpane in der Schenke. Ich möchte dir diesen Kopf abkaufen. Im Leben nicht. Daraus wird nichts. Der gehört mir. Ich zahle gut, sofern du nicht einen Tausch vorziehst. Dann lass uns lieber gleich würfeln. Natürlich nur, wenn du ein echter Gegner bist. Ich hab dich schon besiegt. Du hast mir sehr geholfen. Ui. Jetzt muss ich aber gewinnen. Dann 2 Einsen und 2 Sechsen. Sieht gut. Was haben wir? Er hat natürlich 2 Einsen und 2 Dreien. Na toll. Ach, scheiß drauf, wenn schon, wenn schon. Hui. Bitte, bitte, bitte. Nein. Ach, ist doch nie lustig. Hat er jetzt. Das war dämlich von ihm. Du bist gut. Da hast du dein Geld. Ich hätte gern lieber den Kopf. Ich will den Kopf der Trollin. Woher habe ich die denn jetzt? Jetzt brauche ich nur noch Krabbspinnen. Dazu müssten wir die Höhle finden, wo Jorvid sein Schoßtier hat. Jetzt müssen wir noch zu schenken. Na, wo sind sie denn? Arbeitest du für Dimitri? Wer will das wissen? Ich komme sie durcheinander. Wer schickt dich? Die Metze? Die Fischkanne? Oder Loredo? Raus mit der Sprache! Ich hörte, ihr hättet einen Troll erlegt. Das geht dich ein Dreck an. Hast du je vom Schlechter von Blaviken gehört? Hat doch jeder. Angeblich kann er mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Stimmt, das kann ich. Wenn du mir nicht sagst, wo Dimitri ist, dekoriere ich die Wände hier mit deinen Gedärmen. Immer mit der Ruhe. Rede. Dimitri hockt auf dem Friedhof hinter diesem stinkenden Nest. Siehst du, es geht doch, wenn du dich bemühst. Pass auf den linken Sieben! Das war ja einfach. Hui, dreh bitte los. Ups, aber ein bisschen zu weit. Nee. Interessant. Sehr interessant. Wir müssen nach da. Übrigens, jeder Depp kann mit einem Hieb die Gedärme freilegen. Ich meine, Schwert hin, einmal durch und fertig. Das ist relativ einfach.
pass auf dich auf. Werde ich. Dankeschön. So. Und ab geht's. Loredo merkt doch, dass das ein stinknormaler Elf ist und kein Eichhörnchen. Einen Scheiß merkt er. Hat der hier spitze Ohren? Hat er. Wir packen ihn noch in grüne Lumpen. Dann rückt Loredo den Hunderter raus. Marina kassiert angeblich noch mehr. Mit Wärtern macht man mehr Kohle als mit Elfen. Kein Wort mehr über diese Schlampe, verstanden? Verräterin, bald rechne ich mit dem Luder ab. Du hast sie eben nicht richtig besorgt. Kannst ihr ja nicht vorwerfen, dass sie Ansprüche stellt. Und der starre Kerl da auf dem Boden ist wer? Der neue Untermieter unseres Eichhörnchens. Irgendein Spitzel aus Vysima. Loredo wollte ihn loswerden, da trifft sich's, dass noch Platz auf dem Friedhof frei ist. Sieht nicht aus wie ein Spitzel. Tun sie nie, wenn sie kalt sind. Los, durchsuchen wir ihn, ehe er in der Erde landet. Bist du Dimitri? Warum willst du das wissen, Arschnase? Weil ich schöne Grüße vom Troll bestellen soll. Keine Zeugen! Bringt ihn um! Verdammt, und ich hab meinen Lena umgebracht. Ah, toll, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die da hinten angreifen. Großartig. Ach, verdammt, das tut mir jetzt aber echt leid. Scheint es so. Marlena auch für eine Rede gearbeitet hat. Mist. Das war immer klasse. Aber verdammt. Also entweder ist Marlena auch so eine Banditin. Drücken wir es mal so aus. Oder einfach, sie wurde benutzt. Loredo merkt doch. Warum willst du... Na, hallo? Danke, Geralt, dass du so schnell ausweichst. Toll, schön. Jetzt hänge ich hier fest. Dankeschön. Na, gibt's ja gar nicht. Ah, zum Teufel. Dann halt zum dritten Mal, wie oft ich das neu starten muss. So, zack, 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 zack. Wenigstens weicht er jetzt mal aus, wie er sollte. Toll, ich hab halt nicht in dem Moment Quen gewirkt oder so. Schön, ich hab nicht gerade in dem Moment Arte gewirkt oder so. Sag mal, was ist denn hier los? Na toll, das ging aber schnell. Alter, jetzt nerv ich mich rum. Friss Staub!
Oh Gott. Muss das sein? Loredo merkt... Einen Scheiß merkt er. Marlena kassiert angeblich noch mehr. Mit Wärtern hat man... Kein Wort mehr über diese Schlampe, verstanden? Verräterin, bald rechne ich mit dem... Du hast sie eben nicht richtig besorgt. Und der starre Kerl da auf dem Boot... Der neue Untermieter unseres Eichhörnchens. Irgendein Spitzel aus Vysima. Loredo wollte ihn loswerden, da... Sieht nicht aus wie ein Spitz. Tun sie nie, wenn sie... Bist du dem... Warum... Weil ich... Keine Zeugen! Bringt ihn um! Das habe ich nochmal kurz im Dialog gezeigt. Helfen zu Ja, genau. Na, danke schön auch. Versuch Nummer 5. Lore. Bla 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 und los geht's. Zwerge zu Fuß! Der mit seinem Messerchen geht. Den kann ich natürlich nicht abwehren, ne? Den natürlich nicht. Natürlich ist ein steiler Weg. Nicht, ist es scheiße. Und Versuch Nummer 6. Lore. Danke, Geralt, du mieser Bastard. Zwerge zu Moos. Boah, muss ich erstmal niesen? Gut, triff halt nicht. Alter, das gibt's doch. Sag mal, wieso kann ich denn jetzt dauern? Das gibt's ja gar nicht. Endlich mal. Zwerge zu Moos! Friss Staub! Die Finisher sind gerade irgendwie kaputt. Ja, genau, trifft er mich noch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Weicht doch aus, Geralt. Oh,
du Bastard. Jetzt geh doch da weg. Du Hurensohn. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch nicht fahren. Oh, jetzt werde ich langsam. Loredo. Ich werde aggressiv. Ich werde so richtig aggressiv. Dankeschön, Geralt. Weich nicht aus, du Schwach. Tu es halt nicht. Die Finisher sind immer noch irgendwie Schrott. Der kann natürlich durch den Baum durchwerfen. Natürlich. Natürlich. Das geht alles. Gibt's doch gar nicht. Es ist echt Zeit für Binny. Na, Billy oder Binny? Billy Hill heißt doch, oder? Na. Loret. Bla 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 bla. Das wird doch wohl mal klappen. Loret. Und. Warum? Weil keine. Natürlich kann er durch sich durchschauen. Zeit bei sowas einfachem Verkacken. Wie schafft man das? Das geht mir jetzt auf echt um den Senkel. Loredo. Du. Konnte mich eigentlich gar nicht treffen, was soll denn das? Helfen zum Rhein! Natürlich weiche ich Geralt wieder nicht aus. Versuch Nummer
11. Loredo. Interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Alter, fick dich doch ins Ge- Genau, es ging irgendwie nicht daneben oder so. Nein! Es gibt sogar nicht. Ich brauche 12 Versuche. 12. Da kann doch was nicht stimmen. Lorraine. 12 Mal. Du Spacken jetzt. Du Alter. Ja, genau. Versuch Nummer 13, der wird höchstwahrscheinlich auch schief gehen. Wollen wir wetten, weißt du was? Warte, ich nehme die andere Falle. Nein. Na, verdammt. Und. Warum? Weil ich keine Zeugen. Wenigstens konnte ich ausweichen. Zwerge zu Mus! Ja, genau. Quinn ist natürlich weg. Habe ich gar nicht bemerkt, ehrlich gesagt. Loredo.
Na, komm her, du Mistkerl. Nein! Oh, jetzt hänge ich an so einem blöden Holzpfosten fest. Das ist doch nicht normal. Nein! Oh, fick dich doch. Versuch Nummer 15. Schlüssel zum antiken Versteck. Interessant. Und Dimitris Freibrief. Aha. Also, der Hund an der Leine des Kommandanten. Interessant. Upsala. Und Loredo zahlt anscheinend für alle Elfen seines Goatell oder nicht. Interessant. Was habe ich ehrlich gesagt keine große Lust weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine große Lust. So ist der Satz. Weiter zu spielen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt sammle ich das alles noch schnell ein und dann sage ich schon mal ciao. Das ist echt etwas anders. Oh, ein Bericht für Thaler. Den müssen wir lesen. Naja, das sieht echt nicht aus wie ein Spiegel. Ich meine, das sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Skulatell. Er hat nämlich keine spitzen Ohren und ist anscheinend ein Mensch. Naja. Gut, wo sind das Banditenversteck? Aha, das ist im Sumpf. Glaube ich jedenfalls. Warte, ich muss da hin. Dann sollte ich mal versuchen, ob ich nicht den Brief einwerfen kann. In die königliche Post. Das ist ja vielleicht keine schlechte Idee. Ich muss irgendwo hin. Ich glaube, ich muss runter und nicht hier. Kann das sein? Ja, hier geht's dahin. Oh, hier war noch was. Zum Toll latsche ich noch. Und dann ist Schluss für heute. Hier geht's anscheinend nicht weiter.
Yep. Yep. So, jetzt wird es auch langsam morgen und dann würde ich sagen, ciao für heute. Bis zum nächsten Mal.